Aufgrund des langen Ganges von der Altstadt in unser Kaufhaus zur Stadt haben wir lange darüber nachgedacht, eine optimale Lösung zu finden. Wie kann man diesen 20 Meter langen Gang überwinden? Und dadurch sind wir dann auf die Idee des Walk of Kids gekommen, den wir eigentlich sehr erfolgreich gestartet haben mit Franz Beckenbauer, der was der Erste war, der eine Ehrenplatte von uns erhalten hat. Und was die Leute bzw. die Besucher unserer Kids-Galerie besonders gefällt, sind auch die Bilder dieser Übergaben, die an den Wänden des Ganges platziert sind. Alex Antonitsch ist nicht nur einer der besten Tennisspieler von Österreich, sondern er war in der Weltspitze. Er hat einen Kitzbühel-Bezug als Direktor der Generali Open und deshalb war es für uns wichtig, dass wir einen verdienstvollen Menschen diese Ehre erweisen, dass wir ihm den Walk of Kids geben. Und da ist uns wirklich der Alexander Antonitsch als erste Wahl eingefallen. Ehrlich, ich war sehr überrascht. Ja, klar, ich bin jetzt hier, ich war als Junger schon hier, habe hier gespielt, bin jetzt Turnierdirektor hier. Aber ich bin auch nur ein kleines Rädchen in diesem ganzen Werkel, dass es das Tennisturnier gibt. Es ehrt mich natürlich, dass ich jetzt diesen Stein bekommen habe, aber den nehme ich natürlich entgegen, stellvertretend für das ganze Team, was wir unten haben, den Herbert Günther, Markus Boden, ohne die das Turnier gar nicht mehr nach Kitzbühel gekommen wäre. Wir sind unterm Jahr 6 Leute, die sich hauptberuflich mit dem Turnier beschäftigen. Bei dieser Veranstaltung fast über 300 Leute, die mithelfen und da darf man niemanden vergessen. Ich bin der, der jetzt vorne steht, weil man ihn doch noch ein bisschen kennt, nicht weil ich so schön bin. Und deswegen habe ich auch diesen Stein bekommen. Aber ich weiß, das auch einzuordnen, dass der für das ganze Team im KTC ist.